Ich fange also an und tatsächlich fange ich an, unabgesprochen, mit einer Anekdote, die auch der Herr Jeffs gebracht hat. Datenanalyse ist nämlich was, was wir hier nicht erfunden haben, sondern was schon sehr lange existiert. Und ich benutze ein Beispiel aus der frühen Neuzeit, das auch Herr Rajewski angesprochen hat, nämlich Tycho Brahe, ein dänischer Astronom, der einen besseren Teil seines Lebens verwandt hat mit dem neuen technologischen Instrument, dem Computer der damaligen Zeit, nämlich dem galileischen Fernrohr, den Himmel anzugucken und zu vermessen und eine Datensammlung aufzustellen, die beeindruckend ist. Die können Sie vom Internet runterladen, kostenfrei. Die heißt Tabulae Rudolfinae und ist so richtig, wie wir uns das vorstellen. Ja, so wie so eine Excel-Tabelle. Und hat aber eine Menge Arbeit gekostet. Zum einen zum Vermessen, das hat der Tycho Brahe gemacht. Und dann ist er frühzeitig gestorben und sein Assistent Johannes Kepler hat dann tatsächlich diese Sammlung vervollständigt, die Tabulae Rudolfinae. Sie sehen auch an der Jahreszahl, es hat noch ein bisschen gedauert. Und er hat dann auch Datenanalyse betrieben. Datenanalyse nach der Form, wie wir sie heute machen. Und zwar hat er sich die Daten angeguckt, das ging damals noch, Computer hat er nicht, also blieb nichts anderes übrig. Und hat nach auch erheblichem Aufwand hochinteressante Sachen rausgefunden. Nämlich, dass sich die Planeten in Ellipsen bewegen um ihr Zentralgestirn. Das war durchaus neu, vorher dachte man, es sind Kreise. Und das Zentralgestirn ist immer in einem Brennpunkt der Ellipse. Das war das erste Keplersche Gesetz. Und das zweite Keplersche Gesetz, was ich hier in einem kleinen Movie zeige, das sagt sogar was über die Umlaufgeschwindigkeit des Planeten aus. Sie sehen den gleich um das Zentralgestirn rumgehen und dann denken Sie sich einen kleinen Faden von dem Planeten zum Zentralgestirn und die Fläche, die dieser kleine, die Fläche, die dieser kleine Faden überschreitet, die ist in gleichen Zeiträumen immer gleich groß. Also diese Dreiecke, die Sie da sehen, die haben alle die gleiche Fläche. Was bedeutet, wenn der Planet weit weg vom Zentralgestirn ist, dann geht der langsamer. Und dieser Zusammenhang, funktionale Zusammenhang, sagt auch ganz genau, wie die Geschwindigkeit ist. Das kann man mit dem Keplerschen Gesetz berechnen. Das dritte Keplersche Gesetz ist noch ein bisschen komplizierter, werde ich hier nicht drauf eingehen. Ich will nur die Art der Datenanalyse zeigen, die Kepler bewerkstelligt hat. Das war also ein großer Fortschritt. Damit konnte man Dinge vorhersagen. Man konnte vorhersagen, wann der Mars wo ist. Das war vorher nicht möglich. Also Vorhersagekraft ist etwas, was Datenanalyse praktisch direkt liefert. Und davon profitieren wir oder diejenigen, die das Geld mit unseren Daten machen, auch heute. Vorhersage, was sie kaufen, Vorhersage, wo sie sich befinden, Vorhersage, was ihre Gedanken sind und so weiter. Ja, die Facebooks dieser Art, die machen das alles. Was Kepler uns aber nicht sagen konnte, ist, warum das so ist. Der konnte uns nicht erklären, warum das nur Ellipsen sind und wie sich das verhält. Die kausalen Basen waren nicht da. Das gilt auch für die heutige Datenanalyse. Datenanalyse heute bringt keine kausalen Zusammenhänge oder nur in sehr seltenen Fällen kausale Zusammenhänge zutage. Und das ist eine große Illusion, das ist die Basis für massive Missverständnisse, für Missinterpretation von das, was Sie in den Medien lesen. Und wenn ich eins will, ist, dass Sie hier rauslaufen und wenn Sie nächstes Mal einen Zeitungsartikel lesen, dass Sie den Unterschied begreifen zwischen Assoziation und kausalem Zusammenhang. Assoziation ist das, was der Kepler gefunden hat. Den kausalen Zusammenhang kennen wir inzwischen auch. Das hat aber eine weitere Generation erfordert und ein Genie, nämlich Isaac Newton. Isaac Newton hat das Gravitationsgesetz erfunden. Er wurde dadurch auch teilinspiriert durch die Keplerschen Gesetze. Also die Muster haben ihm schon geholfen. Den Apfel hat es dann wohl auch noch gebraucht. Das ist noch eine Anekdote, ist man nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Aber er hat also die Erklärung auf ein grundlegenderes Niveau gesetzt. Aus der Gravitationsgesetz kann man die Keplerschen Gesetze ableiten, aber nicht umgekehrt. Und das Gravitationsgesetz hat auch eine größere Vorhersagekraft. Das kann nämlich auch was sagen über Projektile oder Flugzeuge auf der Erde, über fallende Äpfel und ähnliches. Das war ja bei Kepler nicht möglich. Man sieht also, mit der Datenanalyse hört der Wissenserwerb nicht auf, sondern Datenanalyse ist ein erster Schritt. Und dann müsste es aber eigentlich weitergehen. Aber mit den vielen Daten, die wir heute haben und Big Data, das ist eine große Gefahr, dass das nicht der Fall ist, dass er mit der Datenanalyse aufhört. Das ist ein Thema, was ich noch ein paar Mal ansprechen werde. Wir wissen heute, dass auch Newton nicht recht hatte. Der Einstein hat den Newton korrigiert, aber das kann man dem Newton nicht vorwerfen, weil die Ungenauigkeiten in Newtons Modell, die betreffen nur so schnelle Objekte, die nah an Lichtgeschwindigkeit gehen, oder so starke Schwerkräfte, dass der Newton
der Newton davon keine Ahnung haben konnte. Und das hat auch noch einen erheblichen Zeitraum gebraucht. Und eine interessante Anekdote hier auch, der Einstein brauchte keine Daten. Der Einstein, das ist ja schon hinlänglich bekannt, der hat auf Gedankenexperimenten gearbeitet. Der brauchte nur einen zusätzlichen Datenpunkt, nämlich dass die Lichtgeschwindigkeit immer konstant ist. Das war alles, was er über das, was der Newton gesagt hat, hinaus auch noch braucht. Die Maxwell-Gleichung hat er auch gebraucht. Aber das ist ja auch eine Theorie, sind auch keine Daten. Der Einstein war da eine rühmliche Ausnahme. Das gibt es nicht so häufig, dass einer so viel Wissenschaft, ohne auf Daten zu gucken. So, also Datenanalyse ist hunderte von Jahren alt. Was ist anders bei Big Data? Na, der Tycho Brahe hat fast sein ganzes Leben verwandt, um diese Daten zu schaffen. In Facebook liefern sie die alle freiwillig, wahrscheinlich eher unbewusst. Ja, also Datengenerierung ist zu einem Mega-Prozess geworden. Die Datenräume sind allgemein hochdimensional. Das ist auch ein wichtiges Ziel, dass ich will, dass Sie verstehen, was hochdimensional ist und warum das schwierig ist, wenn es hochdimensional ist. Da kommen wir extra Folie drauf. Keplers Daten waren nicht hochdimensional. Es gab drei Dimensionen, drei Raumdimensionen, eine Zeitdimension, vier Dimensionen. Vier Dimensionen ist nicht hochdimensional. 100.000 Dimensionen, 20.000 hat Ihnen Herr Rajewski angeboten. Ja, das ist hochdimensional. Die Datenerhebung ist nicht mehr der Engpass. Wir kriegen Daten, Datenlawinen gehen über uns hernieder. Die Datenanalyse wird jetzt der Engpass. Die Daten sind so schwierig, dass wir sie von Hand nicht mehr analysieren können. Wir müssen sie mit dem Computer analysieren und dazu ist die Statistik da. Und die Statistik hat auch einen unheimlichen Push bekommen, als diese Daten begannen, sich zu vermehren. Das sind 20, 30 Jahren her, hat die Statistik wirklich einen unheimlichen Schub vorwärts gemacht, um damit fertig zu werden. So, zweiter Punkt. Ich muss jetzt tatsächlich Ihnen erklären, zumindest im Prinzip, wie Datenanalyse funktioniert. Ja, auch wenn das Schulstoff von einem Leistungskurs ist. Aber ich will das auch versuchen, in den Kontext zu setzen, der Ihnen auch die Bewertungsmöglichkeit liefert, wo Sie dann auch hinterher sagen können, ja, ich glaube das oder ich glaube das nicht, weil ich habe doch gehört, das funktioniert so. Ja? Um das zu machen, möchte ich möglichst nah an Ihre Lebensrealität kommen und das geht mit Genen nicht, das geht wahrscheinlich mit Galaxien auch nicht. Ich nehme Autos. Wir haben hier also einen Trainingsdatensatz, der hat eigentlich 392 Punkte. Ich glaube, auf einer anderen Folie ist auch die exakte Zahl. Den Datensatz, den nehme ich einfach von einem Textbuch. Und für jedes Auto habe ich zwei Werte, nämlich sein Gewicht in englischen Pfund, das ist ein amerikanischer Datensatz. Herr von Klitzing ist gestern schon darauf eingegangen, dass die Herrschaften ein bisschen renitent sind, was Einheiten, Maßeinheiten betrifft. Da müssen wir uns jetzt also dran gewöhnen. Und das Baujahr. Und das ist ein Datensatz von 1970 bis 1982. Und die interessante Resultatgröße, Ausgabe, die wir haben, wird der Benzinverbrauch sein. Wir haben also hier zwei Eingabegrößen. Die haben wir hier abgetragen in dieser... Sehen Sie diesen? Ja, Sie sehen diesen Pfeil. Also hier ist es, hier entlang dieser Richtung steigt das Gewicht, entlang dieser Richtung steigt das Baujahr. Das ist also die Eingabe in zweidimensionaler Datenraum. Wir haben auch eine Ausgabe, das ist der Benzinverbrauch. Und der Benzinverbrauch wird in Miles per Gallon angegeben in Amerika. Das heißt, wenn Sie viel Miles per Gallon fahren, ist Ihr Auto sparsam. Ja, da haben wir noch einen echten Charme drin. Das sind die großen Zahlen, die sind bei uns ja, bedeuten hoher Benzinverbrauch, bei denen bedeutet es geringer Benzinverbrauch. Und Sie sehen, das ist hier abgetragen und Sie sehen schon, hier sind die 390 Datenpunkte drin. Das macht irgendwie Sinn. Je schwerer das Auto ist, desto weniger Meilen kann es fahren auf einer Gallone. Und je später es gebaut wurde, desto mehr Meilen kann es fahren. Also irgendwie macht die Datenmenge Sinn. Und so fängt das auch in der Wissenschaft an. Man guckt sich die Wolke erstmal an und denkt, macht das Sinn oder was können da für Idiosynkratien drin sein? So, warum ist Benzinverbrauch jetzt eine Ausgabe? Weil ich Ihnen hier überwachtes statistisches Lernen vorführen will. Und das überwachte statistische Lernen hat zwei Ziele. Das eine Ziel ist eine Vorhersage der Ausgabe von der Eingabe. Die Datenmenge, die ich hier habe, die 392 Punkte, das ist meine Trainingsdatenmenge. Die benutze ich dazu, um das statistische Modell abzuleiten. Ich will das dann aber hinterher anwenden auf neue Datenpunkte, die ich geliefert bekomme von Autos, von denen ich den Benzinverbrauch nicht kenne. Und mein Ziel ist, diesen Benzinverbrauch vorherzusagen. Ich lerne das Gewicht des Autos, ich lerne das Baujahr und ich möchte Benzinverbrauch vorhersagen. Ja. Das ist also das Vorhersageproblem.
Problem. Es gibt ein zweites Problem, das ist eigentlich sowohl schwieriger als auch grundlegender, das ist das sogenannte Inferenzproblem. Die Vorhersage will ich ja machen aufgrund von irgendeiner Einsicht, wie die Ausgabe funktional von der Eingabe abhängt, mathematisch. Das ist also eine mathematische Formel, die ich hier ableiten will. Wenn ich das Modell entwickle, will ich eine mathematische Formel ableiten. Und die Vorhersage ist dann einfach nur, ich stecke die neuen Eingabedaten in die Formel rein und spuck die Ausgabe aus. Ja, also das erste Ziel leitet sich aus dem zweiten Ziel ab. So, das machen wir jetzt hier mal. Und wir fangen an mit einer sehr einfachen Idee, nämlich, dass das ein lineares Modell ist. Also ein lineares Modell ist ein Modell, wo die Ausgabe linear von der Eingabe abhängt. Ein konstanter Wert A plus B mal Gewicht plus C mal Baujahr, wobei A, B und C zu finden sind. Und wenn Sie A, B und C einstellen, dann kriegen Sie hier eine solche graue Ebene. Das ist die Vorhersageebene, das ist die Regressionsebene, so nennt sich das. Das heißt die Regression dieser Art des Lernens. Und Sie sehen schon, also ich würde jetzt nicht diesen Punkt vorhersagen, sondern ich würde den entsprechenden Punkt auf der Ebene vorhersagen. Das heißt, ich mache da einen Fehler und der Fehler ist durch diesen Balken dargestellt. Und die Ebene ist so optimiert, das ist tatsächlich mathematisch so gemacht worden, dass die Ebene mitten durch die Wolke geht, sodass diese Pinne da, die Sie haben, wenn Sie die Längen aufaddieren, dass die Gesamtlänge so gering wie möglich ist. Das ist der Fehler, den Sie machen, der gesamte Fehler. Und aus technischen Gründen nehmen wir in der Tat nicht die Länge, sondern wir nehmen das Quadrat von der Länge. Quadratischer Fehler, haben Sie vielleicht schon mal gehört, geht zurück auf Gauss. Ja. Und die Ebene ist tatsächlich so genau wie möglich. Wir können also sagen, wir sind jetzt fertig, wir haben dieses Modell entwickelt, das wären unsere Vorhersagen und mit dem Fehler müssen wir eben leben. Ja, können wir diesen Fehler wegkriegen? Ist es sinnvoll, diesen Fehler wegzukriegen? Sicher nicht, denn der Benzinverbrauch eines Autos hängt natürlich nicht nur von seinem Gewicht und seinem Baujahr ab, sondern gehen ganz viele Größen ein, die wir hier auch nicht gemessen haben, deren Abhängigkeit wir auch überhaupt nicht auflösen können. Und deswegen brauchen wir einen gewissen Fehler. Also ein Modell, was keinen Fehler macht auf dieser Menge, das finden wir komisch. Aber wir können uns trotzdem fragen, ob dieses lineare Modell ein vernünftiges Modell ist. Und dann stellen wir schon fest auf den zweiten Blick, dass in diesem Bereich das Modell systematisch unterschätzt. Das heißt, hier gibt es wesentlich mehr Punkte, die weit höher sind als die Ebene, als Punkte darunter. Dasselbe passiert hier. Hier sind praktisch keine Punkte unter der Ebene. Während hier ist es so, dass das Modell systematisch unterschätzt. Also diese Rigidität, die Planarität von dieser Ebene scheint nicht optimal zu sein. Und dann macht man ein nicht-lineares Modell. Nicht-lineare Modelle geben keine planaren Ebenen, sondern gekrümmte Flächen. Und hier haben wir so ein nicht-lineares Modell, das tatsächlich den Fehler verringert. Sie sehen das anschaulich an diesen Pinnen. Man kann es mathematisch auch nachweisen. Und in diesem Fall wäre also dieses nicht-lineare Modell ein Modell, das dem linearen Modell vorzuziehen ist. Und die Aussage wäre dann hier, aha, diese beiden Parameter G und B, die gehen nicht linear in das Modell ein, sondern da gibt es auch Abhängigkeiten, nicht lineare Abhängigkeiten zwischen diesen beiden Parametern. So, das ist ein Regressionsproblem. Regression bedeutet, dass man einen Ausgabeparameter schätzen will. Der Ausgabeparameter war diese Dimension hier, das war der Verbrauch. Ich muss Ihnen noch ein zweites Problem darstellen, das ist das sogenannte Klassifikationsproblem. Ein Klassifikationsproblem ist die Ausgabe nicht ein kontinuierlicher Wert, sondern Sie versuchen die Datenpunkte zu gruppieren in einer Anzahl von Gruppen. Häufig zwei, manchmal ein paar mehr, nicht so viele. Ja? Also wenn es 560 sind, dann kann man sich die Frage stellen, ob das Sinn macht, ob Sie nicht lieber eine Regression machen. Wir machen hier mal eine Klassifikation in zwei Gruppen, und zwar in die sparsamen Autos und in die Gas-Guzzler. So heißt das auf Amerikanisch. Und dadurch, das mache ich, indem ich den Datenraum in zwei Ebenen, in zwei Bereiche teile. Der obere blaue Bereich ist der Bereich, in dem sich die Datenpunkte befinden von Autos, die mehr als 20 Meilen auf einer Gallone schaffen. Und das sind meine sparsamen Autos. Und die darunter, das sind die Gas-Guzzler. Und jetzt will ich also diesen Wert, diesen dreidimensionalen dritten, diese dritte Dimension will ich nicht schätzen, sondern ich will lediglich die Zugehörigkeit der Punkte zu diesen beiden Kategorien rausfinden. Also ich will rausfinden, ob mein Auto sparsam ist oder nicht. Und das mache ich dadurch, dass ich die Punkte färbe, visualisiere ich. Ich kann jetzt diese Dimension aufgeben. Wir gucken von oben hier drauf und färben die Punkte und stellen fest, so sieht das aus. Wenn ich von oben drauf gucke, dann sind in dem Bereich die sparsamen Autos, das sind die leichten Autos und tendenziell die neueren Autos und hier sind die alten Autos. Und ich habe wieder ein lineares Modell gemacht. Das ist eine andere Methode jetzt, aber
finde auch wieder die optimale lineare Ebene, bei der so wenig wie möglich Punkte missklassifiziert sind. Das sind hier die roten Punkte, die eigentlich in dem braunen Bereich liegen. Der blaue Bereich bedeutet, mein Modell würde sagen, der Punkt ist blau. Der Punkt ist aber in der Tat rot in meiner Datenmenge. Also hier sind aber nur ein paar rote Punkte im blauen Bereich, ein paar blaue Punkte im roten Bereich, das sind nur 7,5%. Also wenn ich diese Sache mache, dann würde ich in der Tat sagen, das lineare Modell ist gut. Ich will nicht komplizierter werden. Ich kann aber komplizierter werden. Die Mathematik lässt das zu. Die Mathematik lässt zu den sogenannten Trainingsfehler, den Fehler, den das Modell auf der Trainingsmenge macht, zu minimieren. Und in diesem Fall können wir sogar auf null minimieren. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Modell, das null Trainingsfehler hat. Das sieht so aus. Da ist jeder rote Punkt in einem kleinen roten Bereich um ihn rum und jeder blaue Punkt in einem kleinen blauen Bereich um ihn rum. Also sollten wir doch sagen, toll, wir haben jetzt das bessere Modell, der Fehler ist optimiert. Sie sehen schon selbst, dass es eigentlich keinen Sinn machen kann. Also es ist unmöglich, dass der Benzinverbrauch auf die Art und Weise von Gewicht und Baujahr abhängt. Wir haben hier ganz offensichtlich was übertrieben. Und zwar haben wir das Rauschen in den Daten haben wir mitgelernt. Wir haben ja vorher gesagt, die funktionale Beziehung, die kann sich nicht reduzieren auf Gewicht und Baujahr. Da ist noch mehr dabei, worüber ich nichts weiß. In diesem Modell tue ich so, als ob ich sie tatsächlich aus Gewicht und Baujahr ableiten könnte. Und damit habe ich das Rauschen mitgelernt. Das nennt man übertrainieren, ein solches Modell übertrainieren. Das ist die große Sünde im statistischen Lernen, wenn Sie übertrainieren. Und die Kunst ist, es nicht zu tun. Ich zitiere daher von Klitzing, der tatsächlich in etwas prägnanterer Art und Weise gesagt hat, was unser Ziel hier ist. Ich zitiere aus seinem Vortrag gestern. Ein Wissenschaftler muss herausfinden, was Dreck ist und was gut ist. Das war in der Tat das Zentrum von dem Finden seines Quantum Hall Effects. Herauszufinden, dass diese Abweichung da oben gut war und kein Dreck. Das war der Durchbruch in seiner Arbeit. Also wir machen das hier im Tagesgeschäft, diese Kunst, Rauschen von Signal zu trennen. So viel müssen Sie über Datenanalyse wissen. Mehr sage ich Ihnen jetzt nicht, aber ich möchte Ihnen noch was zur Hochdimensionalität sagen. Das ist so stark auch beim Herrn Rajewski bekommen. Sie werden das auch in den Medien hören und das wird immer als ein Superlativ dargestellt, wie toll hochdimensional die Räume sind. Wir wollen eigentlich hochdimensionale Räume überhaupt nicht haben. Hochdimensionale Räume sind eine Katastrophe und das bezeichnet man mit dem Begriff Fluch der Dimensionalität, Curse of Dimensionality. Und der Fluch besteht in zwei Aspekten. Das eine ist, wenn die Dimensionen wachsen, dann wird der Raum, obwohl das Volumen des Raums sich nicht vergrößert, plötzlich unglaublich groß. Und mit derselben Punktanzahl können Sie den Raum überhaupt nicht abdecken. Und das will ich Ihnen hier intuitiv zeigen. Sie haben hier einen eindimensionalen Raum, das sind Werte zwischen 0 und 1. Und den teile ich jetzt einfach mal so in fünf kleine Compartments auf. Ja. Und ich sage mir, der Raum ist vernünftig abgedeckt, wenn in jedem dieser kleinen Compartments ein Punkt liegt. Ich brauche da also 5 Punkte und dann habe ich den Raum vernünftig irgendwie bevölkert. Ja. Das sind also 5 Zellen hier. So, jetzt füge ich eine Dimension hinzu. Die Seitenlänge ist immer noch 1, das Volumen ist 1. Das ist jetzt hier vielleicht 1 Meter und hier ist es ein Quadratmeter, aber es ist immer noch 1. Da sind aber jetzt 25 Zellen drin. Ich brauche also 25 Punkte, um dieselbe Datendichte in diesem Raum zu erhalten. Wenn ich nur 5 Punkte habe, ist dieser Raum wesentlich schlechter bevölkert. In der dritten Dimension sind schon 125 Zellen und Sie können das fortspielen, das ist ein exponentieller Prozess. Bei Dimension 10 bis 12 schlackern Ihnen schon die Ohren. Ja, und dann sehen Sie, dass hochdimensionale Räume, auch wenn die Zahlen selbst klein sind, einfach furchtbar sind. Sie brauchen unglaublich viele Punkte, um diese Räume zu bevölkern. Und wenn Sie dann in die 10.000 oder 100.000 Dimensionen gehen, dann helfen Ihnen auch Big Data nicht. Also so viel Daten kriegen Sie in der Regel nicht zusammen, zumindest nicht in der Medizin. Das ist der eine Punkt. Diese Datenräume sind sehr schlecht zu bevölkern. Die sind aber auch geometrisch komisch und das sagt kaum einer. Da möchte ich Ihnen auch die Intuition geben. So ein Quadrat sieht ja relativ, ja, wie soll ich sagen, kompakt aus. Da gibt es viel Inneres und der Rand ist relativ klein. Ja, es stellt sich raus, wenn die Anzahl der Dimensionen vergrößern, zum Schluss ist alles nur noch Rand. Das ist alles am Rand, eine Mitte gibt es gar nicht mehr. In der Mitte sind die leer. Das zeige ich Ihnen jetzt hier. Also, wir gucken hier mal, was Rand ist. Das sind diese beiden Zellen hier.
die sind am Rand. Ja, die beiden Zellen, wir haben nur eine Dimension, also das ist nicht Rand hier, weil oben und unten gibt es nicht. Also zwei Zellen von fünf sind am Rand, das sind 40%. Hier sind schon 16 Zellen von 25 am Rand, das sind 64%. Hier sind schon 78%. Wenn ich auf 10, 12, 20 Dimensionen gehe, ist alles am Rand. Wenn ich auf 100.000 Dimensionen gehe, ist alles, alles, alles am Rand. Sie kriegen nie was in der Mitte. Ja. Das ist einfach pathologische Geometrie, wollen sie nicht haben. Ist ganz schwer zu analysieren, denn am Rand ist ja immer schwierig. Wenn ich in der Mitte bin, habe ich alles um mich rum, da kann ich aus allen Seiten Informationen holen. Am Rand fehlt mir immer was. So. Was macht man da? Man macht Dimensionsreduktion. Auch das hat Herr Harajewski Ihnen gezeigt. Der hat zwei Dimensionen draus gemacht. Das sah damals so aus, als ob man das macht, damit man drauf gucken kann. Das ist aber eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Sie diese pathologischen Eigenschaften in hochdimensionalen Räumen einfach vermeiden wollen. Und da ist es tatsächlich so, dass Datenwolken, auch die Datenwolke mit den 20.000 Genen, die sich in hochdimensionalen Räumen befinden, oft gar nicht hochdimensional sind. Und da habe ich hier auch ein Spielbeispiel. Ich habe hier eine Datenmenge, die eigentlich zweidimensional ist. Die befindet sich hier mehr oder weniger auf dieser Kugeloberfläche. Ist aber im dreidimensionalen Raum. Hier sind aber ein paar Stellen im Raum, die sind völlig leer und die brauche ich gar nicht anzugucken, weil da gibt es keine Punkte. Was ich jetzt gerne machen würde, ist über diese Kugel so ein Handtuch legen und die Punkte auf das Handtuch projizieren, weil die alle dicht an der Kugel sind, kostet das nicht viel. Ich verfälsche die Punkte nicht sehr viel. Und dann breite ich das Handtuch auf der Tischebene aus und kriege einen zweidimensionalen Raum. Der ist schön bevölkert, der ist niedrigdimensional und in dem mache ich meine Analysen. Das ist Dimensionsreduktion. Dimensionsreduktion ist ein zentraler Bereich im statistischen Lernen. Und wenn Sie einen hochdimensionalen Raum haben, dann müssen Sie Dimensionsreduktion machen. In der ursprünglichen Reduktion, im ursprünglichen Raum kriegen Sie nichts gebacken. So viel war jetzt grundlegende statistische Datenanalyse. Und wir werden jetzt von diesem Wissen, was wir jetzt bekommen haben, ein bisschen zehren, um zu bewerten. Und da werde ich in der Sektion, das ist eigentlich drei, Sie sehen, ich habe an dem Vortrag gearbeitet, da war eine Sektion, die habe ich rausgeschmissen, weil ich wollte, dass Sie noch Musik hören können. Sektion 3. Hier will ich Sie begeistern für das, was Datenanalyse kann. Und da werde ich drauf eingehen, auf das, die Arbeit, die wir gemacht haben für HIV. HIV hat das Problem, Sie haben auch da kann ich Anleihe an einen anderen Vortrag machen, Herr Müller, über antibakterielle Resistenz. HIV ist das Pathogen, das der Weltmeister ist in der Resistenzbeschaffung, im Resistentwerden. HIV ist eigentlich nicht ein Virus, sondern es sind Milliarden verschiedene Virentypen, die können sich zu 20% unterscheiden von einem zum anderen und der Patient hat auch viele Viren in sich und die sind alle unterschiedlich und wenn der eine Pille schluckt, dann werden nur ein Teil von diesen Viren unterdrückt und der Rest, der fühlt sich besonders wohl und so wird Resistenz gezüchtet. Und aus dem Grund kriegen die Patienten auch mehrere Pillen zugleich. Darum gibt es ungefähr 30 Pillen auf dem Markt und die Patienten kriegen drei Pillen, vier Pillen, haben hier ungefähr 1000 Viren drin und kriegen vier Pillen. Und die Frage ist jetzt, welche vier Pillen gebe ich, wenn die 1000 Viren so aussehen? Das ist personalisierte Medizin im Besten. Das ist das beste Beispiel, das ich kenne bis heute für personalisierte Medizin. Diese Patienten werden mit dem Rechner eingestellt und zwar mit unserem. Das heißt, wir wollen hier also ein klassisches statistisches Lernproblem machen. Ich sage Ihnen nur die Eingabe und die Ausgabe, auf Methoden gehe ich überhaupt nicht ein. Die Eingabe ist jetzt hochdimensional. Wir machen also statistische Modelle. Wir haben eine Datenmenge nicht von 400 Punkten, sondern von 150.000 Punkten. Und wir brauchen viele Dimensionen. Und zwar deshalb, weil wir das Virus beschreiben müssen. Das Virus beschreiben wir durch sein Genom. Das Genom hat 10.000 Buchstaben. Von denen braucht man, 10.000 sind nicht viele, haben Sie gerade gehört, Axolotl hat 30 Milliarden. Ja, der Mensch hat 3 Milliarden, also 10.000 sind eigentlich unglaublich wenig, unfassbar. Das Virus kann das, was es tut, machen mit 10.000 Buchstaben. Aber für uns ist immer noch viel. Ja, wir brauchen sie nicht alle 10.000, aber wir brauchen ein paar tausend Dimensionen. 4.000 Dimensionen brauchen wir. Dann müssen wir noch die Wirkstoffe beschreiben. Das sind nur ein paar Dutzend Dimensionen. Es gibt nur ein paar Dutzend Wirkstoffe. Und dann noch ein paar klinische Parameter, die machen auch den Braten nicht fett. Die Hochdimensionalität kommt aus der Beschreibung des Virus. Das ist die Eingabe. Und wir haben verschiedene Varianten, da gehe ich jetzt im Einzelnen nicht drauf ein. Die Ausgabe, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir das Resistenzniveau des Virus schätzen. Das ist eine Zahl, die angibt,
wie gut das Virus den Wirkstoff verkraftet. Wir wollen natürlich, dass es nicht verkraftet, darum muss das Resistenzniveau niedrig sein. Das ist ein Laborwert, dieser Wert wird im Labor gemessen tatsächlich. Also ein Laborwert und es ist eine Regression, weil das ein kontinuierlicher Wert ist, hoch und niedrig. Keine Gruppierung, keine Klassifikation. Die andere Möglichkeit ist, den Therapieerfolg zu bewerten. Therapieerfolg wäre eine kategorische Sache. Therapie ist erfolgreich, Therapie ist nicht erfolgreich, binäre Klassifikation. Und der Therapieerfolg wird in der Klinik bewertet, nicht im Labor. Und ein neuer Begriff, den wir kürzlich eingeführt haben, ist tatsächlich auch ein Regressionswert für die Therapie, nämlich die Dauer der Wirksamkeit der Therapie. Wie viele Monate hält die Therapie? Wann bricht das Virus durch und wird resistent? Das ist wieder eine Regression auf der Basis von klinischen Daten. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel für diese erste Variante. Da brauchen wir nur das Virus, wir brauchen keine Wirkstoffe und keine klinischen Parameter und wir schätzen diesen Laborwert. Das ist die Variante, die am populärsten ist im Moment. Wir haben da einen Server, der ist frei verfügbar. Da kommen Sie über die URL ran. Da machen Sie das Virusgenom rein hier, pasten Sie rein und dann kriegen Sie so eine Tabelle. Und das ist ein Teil tatsächlich von einem Report, der an die Ärzte geliefert wird. Das sind 17 Wirkstoffe. Und hier ist das Resistenzniveau, das ist normalisiert, sodass, wenn die Zahl größer als 4 ist, dann ist das Virus so resistent, dass Sie aufpassen müssen, dass der Wirkstoff nicht wirklich wirkt. Und Sie sehen, hier gibt es keine Zahl kleiner als 4, das war ein Patient, ist schon ein bisschen älter, war ein Patient, der wirklich austherapiert war, wo die Ärzte nichts mehr wussten. Ohne unsere Software hätten die keine Lösung mehr gefunden. Und die Software hat das geliefert, die hat hier gezeigt, hier gibt es also ein paar Wirkstoffe, die dicht an der 4 sind, diese beiden. Und die Ärzte haben dann tatsächlich eine sehr sonderbare Therapie entwickelt. Und die haben sie nicht entwickelt auf der Basis der Daten, sondern wir liefern hier noch Zusatzinformationen. Die Zusatzinformation beschreibt Mutationen, das ist eine Beschreibung einer Mutation, ich werde Ihnen nicht erklären, wie das läuft, aber die ist rot, weil wenn die Mutation vorliegt, dann ist das Virus resistenter, als wenn sie nicht vorliegt. Also die Mutation verleiht Resistenz. Die grünen Mutationen, die reduzieren Resistenz. Das ist was, was man, wenn man mit Augen drauf guckt, gar nicht erkennen kann. Und die Ärzte haben jetzt diese Therapie hier gewählt. Der Wirkstoff, der macht Sinn, der hat einen Wert von 4, viel besser kriegen wir es nicht. Aber was mit dem Wirkstoff? Der hat einen Wert von 14, der ist pharmakologisch überhaupt nicht wirksam. Aber der Punkt ist, dieser Wirkstoff ist nicht wirksam, weil diese Mutation hier existiert. Das heißt, die Idee der Ärzte war, wir lassen den Wirkstoff drin, damit diese Mutation nicht weggeht. Denn diese Mutation ist gleichzeitig eine Mutation, die diesen Wirkstoff arbeiten lässt. Es war also ein evolutionäres Argument für die Verabreichung einer Pille. Das hat es vorher wohl noch nicht gegeben. Die waren auch mächtig stolz drauf. Die Therapie hätten sie ohne Datenanalyse und ohne eine interpretierte Aussage, ohne den rechten Teil der Tabelle, nie rauskriegen können. Also Erklärbarkeit von statistischen Modellen ist ein ganz wichtiges Qualitätskriterium. Das ist total unterbelichtet, sowohl in der Presse als auch in der Wissenschaft. Es gibt viel zu wenig erklärbare statistische Modelle und Algorithmen. Algorithmen müssen sich erklären können. So die Idee, Methode Vertrauen funktioniert aus meiner Sicht nicht. Es gibt da andere Fraktionen, zu denen gehöre ich nicht. Der Server ist ein großer Erfolg. Ich sage jetzt nicht mehr darüber, um ein bisschen Zeit zu sparen, aber vielleicht regt sich bei ein paar von Ihnen schon so die Frage, was haben wir jetzt eigentlich gelernt? Wir haben nichts darüber gelernt, wie das Virus es macht, resistent zu werden. Wir sind auf der Ebene von Kepler. Wir haben nur Muster gefunden. Wir haben Muster gefunden darüber, wie sich Viren in der Vergangenheit verhalten hatten. Wenn die so ein Genom hatten, dann waren die resistent und wenn sie das andere Genom hatten, dann waren die nicht resistent. Die Frage, warum, können wir nicht beantworten. Das nennt man Assoziation, also ein gemeinsames Auftreten, gemeinsames Muster zwischen Eingabe und Ausgabe. Assoziation finden wir, molekulare Ursachen finden wir nicht. Wissen wir auch bis heute nicht, weiß keiner. Das ist nicht nur so bei uns, das ist im überwiegenden Bereich der Medizin so. Wenn Sie irgendwas schlucken, dann ist das in den allermeisten Fällen nicht bekannt, warum das wirkt. Ja. Wir sind ein bisschen besser als mit den Assoziationen, weil die Ärzte klinische Studien machen. Klinische Studien liefern Kausalzusammenhänge.
Das sind verschiedene Ebenen der Erklärbarkeit, auf die gehe ich gleich noch ein. Also der Punkt ist, wir können erfolgreich therapieren, auch wenn wir nicht alles wissen. Das widerspricht in gewisser Weise dem Diktum von Max Planck, das wir gestern gehört haben, dass die MPG ja super hochhält, müsste ich eigentlich auch tun, bin ja auch MPG. Ja, aber hier haben wir einen Fall, wo wir gut daran tun, nicht zu warten, bis wir verstehen, warum das Virus resistent wird, sondern diese Methoden anwenden, die Vorhersagekraft der statistischen Analyse verwenden, obwohl wir die kausalen Zusammenhänge nicht kennen. Das ist in diesem Fall gut. Das ist nicht besonders gut, wenn Sie es in der Jurisprudenz benutzen. Ja, es ist auch nicht so gut, wenn Sie es in der Schufa benutzen. Ja, da wollen Sie auch nicht einfach deswegen Ihren Kredit abgelehnt bekommen, weil Sie um sich herum viele Leute haben, die ähnliche Daten haben und auch den Kredit abgelehnt bekommen haben. Das ist für Sie nicht genug Grund. Aber hier ist das ein echter Vorteil. Aber jetzt gibt es natürlich, seit Big Data gibt, seit und die Vorhersagekraft, die steigt tatsächlich häufig mit dem Aufkommen der Daten. Je mehr Daten Sie haben, desto mehr Vorhersagekraft haben Sie. Und dann gibt es diese Fraktion, die jetzt ziemlich vokal sagt, ja, wenn in Daten für eine Vorhersage relevante Assoziationen alle enthalten sind, Sie haben so viel Daten, dass da alles drinsteckt, und wir haben auch die statistischen Methoden, um die Assoziation zu finden, wer braucht dann überhaupt noch die Ursache? Warum müssen wir die überhaupt wissen? Und ich war ziemlich erschrocken, als ich das tatsächlich von einem Vizepräsidenten einer Big Pharma in einer wissenschaftlichen Tagung gehört habe. Man sollte doch mit dieser Ursachenforschung aufhören, in den Daten wäre doch alles drin. Und definitiv im Internetkontext ist das eine weit verbreitete Meinung. Und den Rest des Vortrages möchte ich jetzt damit verbringen, in Ihnen eine gewisse Unruhe zu erzeugen, wenn Ihnen einer sowas erzählt. Okay, denn Wissenserwerb ist mehr als Datenanalyse. Okay, gucken wir uns mal an, was passiert bei einer Assoziation. Wir haben zwei Größen, X und Y, und die sind assoziiert. Und ich zeige Ihnen jetzt Fälle von Dingen, die tatsächlich auftreten. Also sagen wir mal, X ist ein Krankheitsgen, Y ist das Auftreten der Krankheit. Ein Krankheitsgen ist ein Gen, wo Sie eine Variante haben, die bei Kranken gehäuft auftritt. So, ich glaube, inspizieren Sie sich mal selbst. Sie denken sofort, das Gen verursacht die Krankheit, ne? Das muss doch so sein. Sie würden nicht denken, die Krankheit verursacht das Gen. Also die Gene ändern sich ja nicht dadurch, dass ich krank werde. Aber das ist Weltwissen. Das können wir tatsächlich aus den Daten nicht lesen. Die Daten sind da völlig symmetrisch. Ob XY verursacht oder YX verursacht, können wir in den Daten nicht sehen. Und dann gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit, die noch viel problematischer ist. Und die kommt hier zum Tragen. Nähe von Kernkraftwerken, Auftreten von Krebs. In der Nähe von Kernkraftwerken tritt gehäuft Krebs auf. Das ist so. Ja. So, was denken Sie jetzt? Glauben Sie, dass Krebs Kernkraftwerke macht? Nee, ne? Oder wenn ich Krebs kriege, ziehe ich zum Kernkraftwerk? Sicher nicht. Aber die andere Alternative, die drängt sich einfach auf. Na klar, kriegen die alle Krebs, weil das Kernkraftwerk da ist. Weil das Kernkraftwerk strahlt oder was. Ja, das ist nicht unbedingt so. Und da gibt es viele, viele Studien, die zeigen, dass diese Lösung nicht auf dem Tisch liegt. Hier noch einen dritten, Rauch und Parkinson. Ist erwiesen, statistisch erwiesen, die Assoziation ist belegt, dass Sie als Raucher ein geringeres Risiko haben, Parkinson zu bekommen. Parkinson wird Sie sicher nicht zum Raucher machen oder zum Nichtraucher machen, aber schützt jetzt Rauchen vor Parkinson? Wir haben hier nur eine Assoziation. Ist ganz wichtig, die gesamten Datenanalysemethoden geben Ihnen nur Assoziationen. Und so eine Assoziation bedeutet immer, entweder X verursacht Y oder Y verursacht X. Oder jetzt kommt der dritte Fall. Da gibt es noch einen Z, einen Störfaktor, der ist in Ihrer Messung überhaupt nicht drin. Den haben Sie gar nicht beobachtet. Und der verursacht aber beide. Und X und Y sind deshalb miteinander korreliert, weil sie beide Folgen von Z sind. Und das ist wahrscheinlich in vielen Fällen bei den Kernkraftwerken der Fall. Was ist denn Z da? Z ist ein soziologisches Profil um die Kernkraftwerke herum. Und das ist jetzt nicht belegt, aber das ist jetzt meine Assoziation, meine Hypothese, was es sein könnte. Um die Kernkraftwerke herum sind die Häuser weniger wert. Da siedeln sich andere Leute an als in normalen Nachbarschaften. Die anderen Leute haben einen anderen Lebensstil. Der andere Lebensstil führt eher zu Krebs. Ja, das Kernkraftwerk direkt hat nichts damit zu tun. Z ist dieser Lebensstil.
das psychosoziologische Profil. Meines Wissens sind so genaue Studien noch nicht gemacht worden. Da müssen Sie nämlich sehr viel Parameter hier abchecken. Wie definieren Sie ein psychosoziologisches Profil? Aber zumindest ist in einer Reihe von Fällen erwiesen, dass in dem Fall diese Variante hier nicht funktioniert. Also man muss höllisch aufpassen. Um das ein bisschen noch substanzieller zu machen, dass dieses Thema hier mit den Kernkraftwerken ist so emotionsbeladen, dass Sie vielleicht alle noch denken, klar doch, aber letztlich wird es doch, dass der Versuch, ich werde nicht von Kernkraftleuten bezahlt, ja, so, aber sowas regt sich in einem, ich spüre es in mir selber, der Mensch ist so kausal ausgerichtet, der will eine Story, ja. Darum gebe ich Ihnen jetzt die Story, Störche machen Babys. Ja, völlig klar, hier ist eine Korrelation, 17 europäische Regionen, wir assoziieren die Geburtenrate mit der Storchendichte, ist völlig klar. Ja, die Assoziation ist auch signifikant, also dass wenn Sie das würfeln, dann kriegen Sie das in einem von 125 Würfelfällen, kriegen Sie raus, dass das einfach aus Dafke passiert. Und das ist ein Sicherheitskriterium 1 zu 125, was schon akzeptiert ist in vielen Fällen. Natürlich wird es auch hier einen Störfaktor geben. Also die Assoziation stelle ich nicht in Frage, aber den kausalen Zusammenhang. Der Störfaktor ist Urbanisierung. In urbanen Bereichen gibt es wenig Störche und die Geburtenrate ist niedrig. Ja. Also, wenn Ihnen einer irgendeinen Bären aufbinden will, aufgrund von einer Datenanalyse, wissen Sie jetzt zumindest, wo Sie nachgraben können. Nun ist es natürlich dumm, dass Datenanalyse das nicht schafft, diese kausalen Sachen. Wir haben drei Ebenen von Erklärung jetzt gesehen. Die eine Erklärung ist tatsächlich nur auf der Basis von Datenanalyse. Da haben wir keine Kausalität, aber wir haben trotzdem eine Interpretation. Wir wissen, welche Merkmale in dem Datensatz informativ sind für die Ausgabe. Das ist das Wort informativ. Nicht kausal ursächlich, aber informativ. Das sagt uns schon viel. Unsere Vorhersagekraft ist groß. Dann haben wir die kausalen Zusammenhänge, die müssen wir irgendwie anders rauskriegen. Die kriegen wir durch klinische Studien raus, die kriegen wir durch kontrollierte Experimente in der Wissenschaft raus, die wir in Facebook nicht groß machen können, ja, und in vielen Bereichen eben nicht. Und dann wissen wir aber immer noch nicht, warum das so ist. Da müssen Sie dann die molekularen Basis, müssen Sie die molekularen Zusammenhänge verstehen. Das ist ein mechanistisches Modell. Wir haben drei Arten von Erklärungen und die sind alle unterschiedlich. Und wir wollen hier oben nicht aufhören. Also mit Datenanalyse hört der Wissensbewerb nicht auf. Wir brauchen Ableitung kausaler Zusammenhänge in vielen Fällen. In der Tat gibt es Leute, die versuchen, das aus den Daten herauszulesen. Und das ist in manchen Fällen, in einer steigenden Anzahl von Fällen auch möglich. Zum Beispiel, dass Rauchen Krebs verursacht, ist möglich auf dieser Basis, auf der Basis auch von Datenanalyse. Und ich kann Ihnen ein Buch empfehlen, das ist wirklich ein Buch, das für Leute wie Sie geschrieben ist, in Englisch allerdings, von einem Turing Award Winner, das ist der Nobelpreis für Informatik, Judea Pearl, der hat den Calculus sozusagen, die mathematische Grundlage für die Ableitung von Kausalität aus statistischen Daten und kontrollierten Experimenten geschaffen. Und dieses Buch ist lesbar für Sie, ist seit 2 Monaten auf dem Markt. Für mich war es eine Revelation, denn wenn Sie in die mathematischen Bücher gucken, das würde ich mich nicht trauen, Ihnen anzubieten. Die sind sehr unverdaulich. Und auch die Bücher von dem übrigens. Der hat übrigens hier noch so einen Science Writer dabei. Der hat dafür gesorgt, dass wir das auch verstehen. Also wenn das Buch mal einen Preis kriegt, müsste eigentlich der den Preis kriegen hier. Und wir brauchen natürlich Theorie. Ich glaube, es ist allfällig, dass das Gravitationsgesetz ein erheblicher Sprung von Keplers Gesetzen her war. Und ich würde liebend gerne verstehen, wie das Virus das macht, resistent zu werden. Und nicht nur, dass es es macht. Wissenschaft letztlich bedeutet Verständnis und nicht nur Vorhersagekraft. So, hier sind die Take-Home-Messages. Datenanalyse ist eine mächtige Methode zum Auffinden von Mustern, auch von kryptischen Mustern in Datenmengen, auch in sehr großen Datenmengen. Mit Datenanalyse kann man systematisch vielversprechende Hypothesen generieren. Das heißt also, Sie haben ein Problem, Sie suchen ein Gen, das im Zusammenhang mit der Krankheit steht. Wenn Sie Datenanalyse nicht haben, dann müssen Sie irgendeinen genialen Einfall haben. So hat die Wissenschaft bisher funktioniert. Die Leute, die genial genug waren, aufs richtige Gen zu tippen, die haben die Nobelpreise bekommen, die Leute, die das falsche Gen angeguckt haben, die haben ihr Leben verbracht und keine Resultate erzielt, jedenfalls keine positiven. Heute haben wir eine systematische
Vorverarbeitung, die aus den vielen 20.000 Genen Ihnen 2 Dutzend auf den Tisch legen kann, wo sie sagen kann, bin mir nicht sicher, aber probier die mal. Und da ist eine Anreicherung von vielversprechenden Kandidaten da. Das können wir heute systematisch machen. Da ist Datenanalyse in der Wissenschaft an ihrem besten Platz. Wenn danach die Theoriebildung kommt. So, dann haben wir gelernt, dass Modelle sehr genau eingestellt werden müssen, dass die nicht das Rauschen lernen, sondern nur das Signal. Und das Problem ist, dass wir nicht genau wissen, was das Signal ist. Wir suchen da also ein bisschen im Nebel. Die Problematik mit hochdimensionalen Datenräumen habe ich Ihnen geschildert. Und dass Datenanalyse keine kausalen Zusammenhänge ableiten kann, das machen wir heute noch hauptsächlich mit kontrollierten Experimenten. Wenn die Judea Pearls noch ein bisschen weiterarbeiten, dann werden wir das vielleicht auch in steigendem Maße, auch in hochdimensionalen Räumen, aus Daten lesen können. Da besteht eine Menge Möglichkeit. Ja, ich habe nicht groß über unsere eigene Arbeit gesprochen, aber die HIRV-Arbeit basiert auf der Arbeit von einer großen Gruppe. Das sind alles Leute, die Grünen links, die mal in der Gruppe waren und die rechts, die noch in der Gruppe sind. Wir sind auch ein interdisziplinäres Team. Die Ärzte, die Virologen haben eine große Rolle gespielt in dem Team. Der Herr hier ist ein Virologe in Köln, hat sogar das Projekt aus der Taufe gehoben. Ich wusste nichts von HIV. Der ist auf uns zugekommen und hat gesagt, kann der Rechner nicht mal was machen. Und das sind andere Kooperationspartner. Das ist also wirklich eine große 20-jährige Projekthistorie war eins der erfreulichsten Erlebnisse meiner Laufbahn. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.